Darf ich auch was abhaben? Frag der Vater. Vielleicht gibt der dir nochmal zwei. Nur für dich. Wieder ein Angriff auf Eisenach. Der dritte. Was kümmert's uns? Guck mal, wie eine Negerin. Lass Mutter. Das muss er abkönnen. Lass Mutter. In der HJ darf ich heute die Gruppe führen. Haben wir genug Milch für die Abgabe? Ja, ja. Wir danken dir, oh Herr, für deine Gaben und dass du unsere Familie schützt. Oh Gott, die vom Volkssturm. Morgen, die Herren. Meine liebe Frau Förstel. Sie kalt. Komm, pass du mal auf das Auto auf. Was ist los? Eine B-17 ist bei uns runtergekommen. Die Besatzung ist über den Wald abgesprungen. Ist Ihr Mann noch da? Schickt seine Frau vor, wo gibt's denn sowas? Friedrich, du alter Hund, jetzt komm schon raus! Alois? Friedrich? Eine B-17 kam bei uns runter. Die Besatzung ist über den Wald abgesprungen. Verstecken sich irgendwo im Werratal. Habt ihr was gesehen? Nee, nicht. Rankenrode haben sie gebombt. Und wozu? Die Schule ist kaputt. Völlig niedergebrannt. Und der Turm auch. Schwein ist das. Wir treiben sie zu Siebers Truppe. Er wartet im Norden. Schulze kommt vom Osten und Franke vom Westen rein. Wir brauchen noch einen Hund. Ich habe zu viel zu tun. Zu viel zu tun? Und wir? Wir sollen den Kopf hinhalten, während du dich um dich selber kümmerst? Wir können dich auch bei seinem Alten melden. Friedrich,
haben beim letzten Mal schon ein Auge zugedrückt. Junge! Komm mal her! Wo willst du denn hin? Na, ich wollte mit. Nee. Ich könnte doch nach dem Fallschirm Ausschau halten. Für Hemden und Jackenfutter. Dann bräuchte ich... Du bleibst hier. Du hackst Holz, passt auf deinen Bruder auf. Und du hilfst ihm. Ja, Herr Vater. Gut so. Er passt auf uns auf. Davon leben können wir aber auch nicht. Alfred! Wo ist denn der Kleine? Gib's mir Bescheid, wenn was ist, gell? Ich will auch mal. Wo willst du hin? Ich muss mal. Groß. Riesengroß. Das kann dauern. Vorsicht, die Amis! Runter, los! Alfred? Alfred? Bam, 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 bam! Bist du nicht mehr ganz gescheit? Sieh zu, dass du nach Hause kommst! Na los, verschwinde endlich, Mann! Alfred!
Nur damit eins klar ist, die gehört mir. Hier, Herr Wachmeister! Hierher! Herr Wachmeister, sei still! Hierher, Herr Wachmeister! Herr Hauptmann, hierher! Hierher! Hierher, Hauptmann! Ja, Hauptmann! Hierher! Ich sei doch endlich still! Aber die Amis sind hier in der Nähe. Unsinn! Doch, guck, die zweite Marke ist ab. Die Amis sind doch schon längst weg. Ich hab's gesehen, die sind über den Wald abgesprungen heute Nacht. Warum hast du uns das nicht gesagt? Das ist unser und Hasso! Vater, hierher! Mensch, warum bist du nur so dumm? Wenn die herkommen, müssen wir den Fallschirm abgeben. Ah! Vater hat recht, er wird dich sowieso schlagen. Los, komm schnell auf! Los! Komm, wir müssen weiter! Jetzt wird Vater uns beide schlagen. Kannst du irgendwie laufen? Nein. Das müssen wir Vater sagen, sofort. Du, was macht ihr denn? Hasso, hier! Los, schnell! Los, schnell hoch hier! Los! Das geht nicht, das geht nicht! Halt! Waffe runter! Meine Bessie! Schieß! Schieß! Los, schieß doch endlich! Knall ihn ab! Los, schieß! Zur Straße, wir holen ihn mit dem Wagen ab.
Alfred, was habt ihr gemacht? Setz mal den Kleinen dahin. Lappen. Da müssen wir zum Doktor. Wie kam denn das, Ludwig? Erzähl's mir später. Hol mal noch eine Binde. Ich mach ganz vorsichtig, ja? Alfred. Alfred, kommst du mal? Alfred. Alfred, bist du taub? Ich möchte wissen, was da passiert ist. Und wozu soll das gut sein? Gut, wenn du so willst. Vamos.